Fußballlegende Pelé im Alter von 82 Jahren verstorben. Der Brasilianer gilt als einer der wichtigsten Fußballspieler aller Zeiten. Neue russische Luftoffensive mit Raketen- und Drohnenangriffen. Ukrainische Regierung spricht von sinnloser Barbarei. Nach wochenlangen Straßenblockaden im Norden des Kosovos, Serben beginnen mit dem Abbau der Barrikaden, den Präsident Vučić angekündigt hatte. Die Fußballikone Pelé ist im Alter von 82 Jahren in seinem Heimatland Brasilien nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Zu Weihnachten hatte sich seine Familie um Pelé an dessen Krankenbett in einer Klinik von São Paulo versammelt. Das Krankenhaus hatte am vergangenen Mittwoch mitgeteilt, bei Pelé sei ein Fortschreiten der Krebserkrankung diagnostiziert worden. Er benötige eine intensivere Betreuung aufgrund von Nieren- und Herzproblemen. Die FIFA hatte den dreimaligen Weltmeister gemeinsam mit Diego Maradona zum Spieler des 20. Jahrhunderts gekürt. Edson Arantes do Nascimento, der von vielen als der beste Spieler der Welt angesehen wurde, verehrte den Fußball und wurde von ihm verehrt. Wo immer er auftauchte, folgten ihm Tausende von Fans in der Hoffnung, einen Blick auf den dreimaligen Weltmeister zu erhaschen. Im Alter von 16 Jahren hatte sich Pelé bereits einen Namen auf der internationalen Bühne gemacht, als er 1957 bei seinem Debüt gegen den Erzrivalen Argentinien ein Tor erzielte. Ein Jahr später verhalf er der Seleção mit seinen Leistungen während des gesamten Turniers und einem Doppelpack im Spitzenspiel gegen Schweden zu ihrer ersten FIFA-Weltmeisterschaft. Ein Titel, den Brasilien 4 Jahre später in Chile erfolgreich verteidigen sollte. Nach einer Verletzung musste Pelé eine Pause einlegen, bevor er Brasilien 1970 in Mexiko zu einem dritten WM-Triumph führte. Er ist nach wie vor der einzige Fußballer, dem das Kunststück Triple gelungen ist. Offiziell hat Pelé in seiner 20-jährigen Karriere als Spieler 757 Tore in 831 Partien erzielt, obwohl sein Stammverein FC Santos behauptet, dass die tatsächliche Zahl eher bei 1000 liegt. Der Tod des brasilianischen Fußballstars sorgt für Trauer weltweit, nicht nur bei Sportfans. Auch Politiker und Prominente zogen ihren Hut vor Pelé. Doch in dessen Heimat ist die Trauer wohl am größten. Ewiger Pelé, schrieb der brasilianische Fußballverband auf Twitter. Der portugiesische Fußballstar Cristiano Ronaldo sprach ganz Brasilien sein Beileid aus. Er veröffentlichte ein Bild, das ihn mit seinem Idol zeigt. Frankreichs PSG-Profi Kylian Mbappé schrieb, der König des Fußballs hat uns verlassen. Aber sein Erbe wird niemals vergessen. Ruhe in Frieden, König. Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Französisch und Brasilianisch, das Spiel der König, die Ewigkeit. Einer, der mit den Sternen spielt und immer auf dem Boden geblieben ist, sagte das deutsche Fußballidol Franz Beckenbauer. Und der Fußball hat heute den größten seiner Geschichte verloren und ich einen einzigartigen Freund. Nach den flächendeckenden Bombardierungen der Ukraine haben in vielen Landesteilen Aufräum- und Reparaturarbeiten begonnen. Nach ukrainischen Militärangaben konnten 54 von 69 Geschossen abgefangen werden. Das Präsidentenbüro in Kiew sprach von über 120 abgefeuerten Raketen. Über Kiew wurden laut der Stadtverwaltung 16 Raketen neutralisiert. Durch herabfallende Trümmer seien zwei Häuser schwer beschädigt worden. Bürgermeister Vitali Klitschko sprach von 3 Verletzten, darunter ein Mädchen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bezeichnete die insgesamt 10. russische Angriffswelle seit Oktober als sinnlose Barbarei gegenüber friedlichen ukrainischen Städten. Meine Enkelin rief mich an und sagte, Oma, unser Haus brennt, wir sind getroffen worden. Ihre Mutter, meine Tochter, ist umgefallen und liegt da jetzt bewusstlos. Ich werde die Fenster jetzt mit Plastik abdecken und dann nach Glas suchen. Was kann man tun? Wer kann uns helfen? Der Krieg ist voll im Gange. Man muss irgendwie überleben. In Kiew sind jetzt 40% der Haushalte ohne Strom.
Präsident Volodymyr Zelensky hatte seit Tagen vor massiven russischen Attacken gewarnt. Russland wolle damit die Vorbereitungen auf die Neujahrsfeiern stören und die Ukraine in Dunkelheit und Kälte stürzen. Ziel sei auch die Destabilisierung der EU durch Masseneinwanderung aus der Ukraine. Das Theater in der südukrainischen Stadt Mykolaiv wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Doch Feiern hier im großen Saal kommt nicht in Frage. Stattdessen werden die Sitze zugedeckt, damit das Glas der Kronleuchter nicht drauf fällt, wenn russische Bomben einschlagen. Wir können die Veranstaltung nicht auf der großen Bühne unter dem Dach machen, das ist zu gefährlich, da viele Raketen das Stadtzentrum treffen. Während des Luftalarms gehen wir hinunter in die umgebauten Räume. Deshalb machen wir die Veranstaltungen auf der Bühne im Keller, wo die Leute ohnehin an einem sicheren Ort sind. Aufführungen gibt es aber auch außerhalb des Theaters, um auch geflüchtete Menschen zu erreichen, wie hier im Keller eines ehemaligen Fitnessstudios. Es ist eine Bühne in einer Notunterkunft, sozusagen. Hier sitzen unsere Gäste und hier finden die Aufführungen, Shows und Konzerte statt. Die Sängerin und Schauspielerin Olha Strojuk sagt, in diesen schwierigen Zeiten finde sie Trost in der Unterstützung ihrer Kollegen und dem Feedback des Publikums. Dafür stehe ich jeden Morgen auf. Ich weiß, dass meine Arbeit gebraucht wird. Wenn ich singe oder wir auf der Bühne spielen, dann kommen die Leute und sagen, danke, fantastisch. Für diese Stunde oder 90 Minuten sind wir in das Leben zurückgekehrt, das wir hatten. Das wunderbare, friedliche Leben, das wir hatten. Doch Theater ist nicht nur eine Ablenkung. Es hilft dem Publikum, seinen Alltag im Krieg zu bewältigen, vor allem die schmerzliche Trennung von geliebten Menschen zu verkraften. Eines der Stücke, die neulich hier aufgeführt wurden, trägt den Titel Die geflüchteten Katzen. Es ist ein Lehrstück. Die Katzen verkörpern uns Menschen. Sie zeigen Kindern, wie man sich in dieser schwierigen Situation verhält, wenn das Unheil in unser Haus kommt, in die Ukraine. Wie man ruhig bleibt und sich gegenseitig hilft. Das ist nicht gerade ein Märchen. Denn was hier in unserem Land passiert, ist nicht wirklich ein Märchen. Das Theater in Mykolaiv wurde im Herbst von einer Rakete getroffen. Trotzdem ging der Betrieb dort direkt danach weiter. Das Leben hört nicht auf. Diesen Satz wiederholt der Theaterdirektor immer wieder wie ein Mantra und fügt hinzu, das Theater lebt. Die Serben im Norden des Kosovos haben damit begonnen, die von ihnen errichteten Barrikaden abzubauen. Am Mardare-Grenzübergang wurden die quergestellten Lastwagen entfernt, die die Zufahrt zum wichtigsten Grenzübergang zwischen Serbien und dem Kosovo blockierten. Militante Serben hatten in den letzten Wochen Barrikaden errichtet aus Protest gegen die Verhaftung eines ehemaligen serbischen Beamten der Kosovo-Polizei. Zuvor hatte Serbiens Präsident Aleksandar Vučić angekündigt, dass die Barrikaden abgebaut würden. Die Alarmbereitschaft für Militär und Polizei hob Vučić ebenfalls wieder auf. Er hatte die Verhängung der erhöhten Bereitschaft Anfang dieser Woche mit den jüngsten Spannungen im Kosovo begründet. In der Stadt Mitrovica wurden kosovo-albanische Polizisten in der Nähe einer Brücke entsandt, die Kosovo-Albaner von ethnischen Serben trennt. Auch zeigten Soldaten der NATO-geführten Schutztruppe KFOR verstärkt Präsenz in der Nähe der Barrikaden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell begrüßte die Entwicklungen. Bei der Deeskalation der Spannungen im nördlichen Kosovo habe die Diplomatie gesiegt, schrieb Borrell auf Twitter. In einem Skandal um die portugiesische Fluggesellschaft TAP muss sich Ministerpräsident António Costa bald einem Misstrauensvotum stellen. Auch der Minister für Infrastruktur Pedro Nuno Santos ist bereits zurückgetreten. Hintergrund ist eine umstrittene Abfindung bei der Fluggesellschaft TAP, die mehrheitlich dem Staat gehört. Nuno Santos Ressort verantwortet die Fluggesellschaft. Mit seinem Rücktritt übernimmt er die politische Verantwortung für den Skandal. Dieser dreht sich um Alexandra Reich, eine Staatssekretärin im Finanzministerium, die am Mittwoch entlassen wurde. Sie war bis Februar im Vorstand von TAP gewesen, bevor sie wegen einer Umstrukturierung frühzeitig gehen musste. Weil ihr Vertrag noch 2 Jahre lief, erhielt sie 500.000 Euro als Abfindung. Nur wenige Monate später wurde sie zur Leiterin der staatlichen Flugsicherung in AV ernannt, bevor sie im Dezember als Staatssekretärin ins Finanzministerium wechselte. Die Abfindungszahlung an Reich wurde von der Opposition
Koalition heftig kritisiert. Laut Medienberichten wusste der nun zurückgetretene Minister für Infrastruktur von der Summe, die Rej beim Ausscheiden aus dem TAP-Vorstand erhalten hatte.